Starke Marken für starke Inhalte. Gute Unterhaltung bei Bauen und Wohnen wünscht Schwörerhaus. Und die Kreissparkasse Ravensburg. Sanierung, was Sie beachten müssen, damit Ihr Haus vor Nässe und Kälte geschützt ist. Finanzierung, wie auch Eigenheimbesitzer mit laufendem Darlehen jetzt günstig vorsorgen können. Und Heizung, warum ein Heizungscheck wichtig ist, um gut durch die kalte Jahreszeit zu kommen. Willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Bauen und Wohnen. Träumen wir nicht alle davon, so unabhängig wie möglich von den steigenden Energiekosten zu sein? Möglichkeiten gibt es viele. Die Modernisierung der Fenster oder auch die Isolation der Kellerdecke und der Fassade. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Energiekosten sparen können und dabei auch noch ein ganz neues Wohlfühlklima genießen können. 1977 wurde das Haus von Familie Fischer erbaut. Jetzt wird das Gebäude saniert. Über die Jahre hatte die Familie immer wieder mit Wasserschäden zu kämpfen, vor allem im Bereich der Regenrinne. Das Flachdach war teilweise undicht und wurde vor 3 Jahren grundlegend saniert. Doch dann kam neuer Ärger. Vor etwa einem halben Jahr hatten wir im Innenraum, im Wohnzimmer, etwa 3 Meter laufende Meter Wandscheibe durchnässt gehabt. Und nachdem wir das festgestellt haben, war klar, wenn das Dach und die Regenrinne saniert wird, dann sanieren wir gleich alles und das noch energetisch. Fakt ist, wer saniert, spart Energie. Dabei sollten Hausbesitzer immer die gesamte Gebäudehülle berücksichtigen. Wer nur Fenster, Dach oder Fassade saniert, riskiert Folgeschäden am Gebäude und am besten, bevor Wasser eindringt, handeln. Man kann keine genaue Jahreszahl nennen, wie lange ein Dach haltbar ist, weil es unterschiedliche Ausführungsarten, unterschiedliche Arten von Dächern gibt. Und von dem her ist es ratsam, rechtzeitig, wenn man merkt, okay, man hat jetzt schon länger keinen Fachmann mehr für das Gebäude da gehabt, einen Fachmann anrufen, der kommt vorbei, schaut sich das Dach an und macht einen unverbindlichen Kostenvoranschlag. Dann weiß der Kunde auch gleich, woran er ist und vielleicht kann er sein Geld auch noch ein paar Jahre sparen. Vielleicht, doch viele Häuser sind ungenügend isoliert. Vor allem die, die vor der Einführung der ersten Wärmeschutzverordnung 1979 gebaut wurden. In öffentlichen und privaten Gebäuden machen Heizung, Warmwasser und Beleuchtung rund 40% des Energieverbrauchs aus. Mit fachgerechter Sanierung und moderner Gebäudetechnik kann bis zu 80% des Energiebedarfs eingespart werden. Bei Familie Fischer wird eine hinterlüftete Fassade angebracht. Unter der Folie haben wir jetzt noch mal eine Konstruktion, eine Holzkonstruktion aufgebaut. Dazwischen ist es noch mal gedämpft worden, damit die Wärme innen bleibt und nicht nach außen weggeht. Und darauf noch mal eine Unterspannbahn, dass das Wasser abweisend ist, falls wirklich mal was durchkommen sollte, was eigentlich sehr selten ist, dass das dann so abläuft nach unten weg. Und das ist dicht. Ob das der Fall ist, darüber gibt der sogenannte bauphysikalische Nachweis Auskunft. Er stellt die Bestandssituation und ebenso die Situation nach der Sanierung dar. Das heißt unter anderem die Wärmedämmung und die Winddichtigkeit. Als Ergebnis wirft der bauphysikalische Nachweis den sogenannten U-Wert aus, welcher für zum Beispiel Förderprogramme der KfW-Bank oder für Darlehen der KfW-Bank entscheidend ist, um eine Einstufung der Dämmmaßnahmen zu bekommen. Nach der aktuellen Energieeinsparverordnung liegt der U-Wert derzeit bei 0,24 für Steildach und Fassade. Desto niedriger er ist, desto besser die Isolierung und desto höher die Zuschüsse der KfW. Wer sein Eigenheim sanieren lässt, sollte darauf achten, dass er von einem Fachmann alles aus einer Hand bekommt. Bei uns geht es gleich weiter mit dem Bauen und Wohnen Finanztipp und wir zeigen Ihnen, wie Sie durch richtiges Heizen und Lüften bares Geld sparen. Gleich geht es weiter mit Bauen und Wohnen, präsentiert von Schwörerhaus
und der Kreissparkasse Ravensburg. Singen in der Georg-Fischer-Straße. Verloren beim Immobilienverkauf? Wir helfen Ihnen. REWA Immobilien ist seit 1994 der Ansprechpartner, wenn es um den Verkauf Ihrer Immobilie geht. Unsere jahrelange Erfahrung bringt Sie ans Ziel, um Ihre Träume zu verwirklichen. Vereinbaren Sie einen Termin. REWA Immobilien in Radolfzell und Konstanz. Ist das nicht schön, dass unser Strom aus erneuerbaren Energien gewonnen wird? Es ist nicht schön zu wissen, dass man das Richtige tut. Wir sind Einrichtungsberater, Kaffeetafeldekorateure, Besteckexperten, Atmosphärenzauberer, Tischauffrischer, Frühstückstischbestücker, Herzschlagbeschleuniger, Blechbeauftragte. Wir sind Ihr Fachhändler. Wir sind Grossmann. Besuchen Sie uns in Friedrichshafen unter Raderach und lassen Sie sich inspirieren. Sie haben ein Baumproblem? Forst- und Baumdienst Gruber hat die Lösung. Beratung, Fällen, Schneiden, Sanieren, Entsorgung, Fräsen der Wurzelstöcke und Neuanpflanzung. Forst- und Baumdienst Gruber, Horgenzell. Sicherheit, Geborgenheit, Zufriedenheit. All das können Fenster und Türen in Ihrem Haus bieten. Und das sieht auch gut aus. Denn Fenster sind die Augen eines Hauses. Wir beraten Sie gern in unserer Ausstellung. Schäfer Fenster und Türen aus Markdorf. Informieren Sie sich jetzt unter www.schäfer-markdorf.de. Lassen Sie sich inspirieren. Wir gestalten Ihr Bad nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen. Bei uns bekommen Sie alles aus einer Hand. Wir bauen Ihr Bad komplett kompetent und zuverlässig. Entdecken Sie den Lebensraumbad bei uns. Bommer, die Badgestalter. Willkommen zurück, liebe Zuschauer, bei Bauen und Wohnen. Bei den meisten Immobiliendarlehen läuft nach 15 oder 15 Jahren die Zinsbindungsfrist aus. Wer sich so früh wie möglich um die Anschlussfinanzierung kümmert, hat auch gute Chancen auf super Konditionen. Der Bauen und Wohnen Finanztipp wird Ihnen präsentiert von Interhyp Baufinanzierung. Für Immobilienkäufer und Bauherren gibt es derzeit beste Finanzierungsbedingungen. Aber auch Eigenheimbesitzer mit laufendem Darlehen können jetzt günstig vorsorgen. Wer weiß, wie und wann, kann mit einer Anschlussfinanzierung bares Geld sparen. Zunächst kommt es darauf an zu schauen, wann die Zinsbindung vom aktuellen Darlehen ausläuft. Dann einfach schauen, wie ist man im Moment überhaupt aufgestellt. Also sprich, passt das Finanzierungskonzept von vor ein paar Jahren noch heute zu mir? Möchte ich eventuell eine andere Rate mir zukünftig leisten für die neue Anschlussfinanzierung bzw. für die neue Zinsbindung? Und auch zu schauen, wie ist meine Einkommenssituation? Denn die hat sich wahrscheinlich ja doch geändert im Vergleich der letzten oder zum letzten Abschluss vor 10 Jahren. Um dann eventuell auch zu schauen, ob ich eine mögliche Zinsersparnis für eine höhere Tilgung leisten oder mir leisten möchte, um dann auch entsprechend früher fertig sein zu können.
Eigenheimbesitzer sollten ohne Zeitdruck einen Angebotsvergleich machen, im besten Fall 6 Monate bis 1 Jahr vor Ablauf des aktuellen Darlehens. Wer eine Anschlussfinanzierung vornimmt, für den sind die Möglichkeiten zur Zinsoptimierung derzeit sehr gut. Vor rund 10 Jahren haben Haus- und Wohnungskäufer bei einem Darlehensabschluss einen Zinssatz von über 4% effektiv gezahlt. Heute liegen die Sätze für 10-jährige Baudarlehen bei 1,5%. Diese Konditionen sollte man für sich nutzen. Ich kann es in der Tat am geschicktesten dafür verwenden, dass ich die Zinsersparnis einfach nutze, um diesen Anteil quasi mehr zu tilgen. Das heißt, ich kann die Rate beibehalten, so wie sie im vorherigen Vertrag auch war, bin dann einfach früher fertig. Oder wenn ich extreme Planungssicherheit haben möchte, kann ich auch hergehen, mir anschauen, was ein sogenanntes Volltilgermodell kostet. Das heißt, ich bin dann quasi mit Ablauf der neuen Zinsbindung auch komplett schuldenfrei. Kann sein, kostet ein paar Euro mehr Rate als im Altvertrag, aber wenn ich jetzt entsprechend eine andere Einkommenssituation habe als vor 10 Jahren, und zahle dafür vielleicht 100 Euro zum Beispiel mehr, bin dafür aber wirklich in 10 oder 15 Jahren komplett fertig, habe ich die absolute Planungssicherheit, die ich mir heute leisten kann im Vergleich zu 10 oder vor 10 Jahren. Mit Ablauf der Zinsbindung können Eigenheimbesitzer komplett neu am Markt verhandeln. Neben Rate, Tilgung oder Länge der Zinsbindung kann auch der Finanzierungspartner neu gewählt werden. Alles so, um für sich das optimalste Finanzierungskonzept zu realisieren. Der Bauen- und Wohnen-Finanztipp wurde Ihnen präsentiert von Interhyp Baufinanzierung. Zugegeben, es ist kein neues Thema. Jedes Jahr kommt in Deutschland, so wie Weihnachten, der Winter wieder. Und jedes Jahr fragen wir uns von Neuem, wie heizen und lüften wir in der kalten Jahreszeit eigentlich richtig? Zugegeben, Schnee liegt derzeit noch nicht, aber nicht mehr lange, dann fangen wir wieder an, richtig zu frieren. Wenn die Außentemperatur im Schnitt weniger als 15 Grad beträgt, beginnt drinnen die Heizperiode. Die Heizkosten machen im Privathaushalt meist den größten Teil der Nebenkosten aus. Die richtige Zimmertemperatur im Winter kann diesen Betrag deutlich senken. Wichtig ist, dass man die Heizung nicht zu weit aufdreht. Sonst haben wir typischerweise 20 Grad Raumtemperatur. Würde in dem Fall auch heißen, dass man auf Stufe 3 einstellt und dann eigentlich der Raum so warm wird, wie man auch haben möchte. Möglichkeit zum Einsparen, im Endeffekt nachts dann diese 18 Stunden Nachtabsenkung zu fahren, das heißt einfach Heizkörpertemperatur runternehmen um ungefähr 4 Grad. Mehr soll es nicht sein, sonst kriegt man mittelfristig Schimmelprobleme. Das muss ja auch nicht sein. Ebenso wichtig wie das richtige Heizen ist das richtige Lüften. Wer sich an folgende Regeln hält, schafft ein gesundes Raumklima und vermeidet Schimmel. Relativ kurz lüften, ich sage mal typischerweise 2-3 Mal am Tag 5 Minuten. Wichtig, alle Fenster aufreißen, also Stoßlüften, dass die Luft sehr gut sich austauschen kann. Danach Fenster zumachen. Wichtig, über diesen Zeitraum die Heizkörper auch zuzudrehen, sonst macht die Heizung ja extra auf, wenn es kalt wird und heizt entsprechend viel Wärme nach draußen. Das finanzielle Sparpotenzial ist bei richtigem Heiz- und Lüftungsverhalten hoch. Bei einer 100 Quadratmeter großen Wohnung können die Kosten je nach energetischem Standard sinken. Zwischen 250 und 300 Euro pro Jahr. Damit zudem nicht zu viel Energie verschwendet wird, ist ein jährlicher Heizungscheck sinnvoll. Ob es nötig ist, kann jeder erst einmal selbst zu Hause prüfen. Privat kann man erstmal darauf achten, macht meine Heizung Geräusche, wird sie unterschiedlich warm, wird sie relativ schnell warm und erhalte ich auch diese Wärme in dem Raum, so wie ich es auch brauche. Also jeder Raum sollte im Endeffekt nach Bedarf eingestellt sein. Der Heizungscheck wird vom Fachmann nach einem genormten 10-Punkte-Plan vorgenommen. Unter anderem wird der hydraulische Abgleich geprüft, die Heizungspumpe sowie das Abgasverhalten. Die Kosten belaufen sich für ein Einfamilienhaus auf 100 bis 120 Euro. Sind Anpassungen nötig, kann diese der Fachmann direkt vornehmen. Passt alles, sind sie in jedem Fall für den Winter gerüstet. Übrigens, Heizungen, die 30 Jahre und älter sind, unterliegen der Austauschpflicht. Wer so ein altes Modell im Keller hat, sollte es schleunigst erneuern, nicht dass er kommendes Jahr im Kalten sitzt. Das war's für diese Woche auch wieder mit Bauen und Wohnen. Wir sehen uns kommende Woche wieder, dann unter anderem mit dem Thema, wie mache ich meinen Garten winterfest? Bis dahin Ihnen eine gute Zeit, bleiben Sie gesund. Tschüss!
Starke Marken für starke Inhalte. Bauen und Wohnen wurde Ihnen präsentiert von Schwörerhaus und der Kreissparkasse Ravensburg.